Liebe Zuschauer, wir sind hier auf der Spielemesse in Essen, in dem Fall beim Ravensburger Spiele-Event, beziehungsweise im separaten Bereich, wo uns die Neuheiten vorgestellt werden. Und der Bernhard Weber sitzt hier neben mir, Autor eines neuen Spiels, nämlich Krasser Fall, ab 6 Jahre, ein Kinderspiel für Groß und Klein. Erst einmal hallo. Hallo. Und es ist eine Frühjahrsneuheit 2020. Das heißt, was ihr jetzt hier seht, auch was die Schachtel angeht, das Material, da kann sich das eine oder andere auf jeden Fall ändern. Das ist praktisch schon fast ein finales Stadion, aber die Regeln sind, glaube ich, soweit final. Das heißt, da können wir euch auf jeden Fall ausführlich das schon mal vorstellen. Und ihr habt jetzt schon einen Einblick, was euch da im Frühjahr erwartet, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bernhard, fang doch ein bisschen an zu erklären, was geht's in diesem Spiel. Schon mal ein riesen Spielplan in dem Fall, aber es sind ein paar schöne Effekte dabei. Genau, willkommen am Krasser Fall. Ihr seht hier einen reißenden, mehr oder weniger reißenden Fluss und einen Wasserfall am Ende der Tischkante. Wir haben 4 Boote und wir haben hier Rafting-Fans und wir setzen gleich unsere Figuren ein. Und Ziel ist es, möglichst lange in diesen Booten übrig zu bleiben, denn die Boote werden, werdet ihr gleich sehen, mit der Strömung Richtung Wasserfall getrieben. Ja? Wenn wir die Figuren einsetzen, ja, bis alle Figuren eingesetzt sind, ab dann wird gewürfelt. Der Würfel zeigt erstmal alle 4 Boote. Ich versuche jetzt mal ein Boot zu würfeln, dann ist ganz einfach, das Boot wird zur nächsten Welle vorwärts bewegt. Ja? Wenn ich den Rettungsring würfle, bedeutet das, den Rettungsring versetze ich auf ein beliebiges Boot. Und dann gibt es noch hier dieses Symbol, das bedeutet, eine Figur wechselt das Boot. Das kann eine eigene sein oder eine fremde sein. Und das geht eine Zeit lang so, ja, je nachdem, was ich würfle. Und irgendwann ist die Strömung so stark, dass das Boot mitgerissen wird, ja. Da war der Kameramann auch ein bisschen hier perplex, dass es so schnell geht über den Bereich. Ich habe nachgeholfen. Ich weiß nicht, wie viel Sendezeit ihr habt. Ist ja noch mal, oder schauen wir mal, vielleicht an dem Boot noch mal dementsprechend. Genau. Also ihr könnt auch gleich sehen, wenn die Kamera ins Netz zeigt, dass die Figuren nicht verloren sind, die werden aufgefangen, also es passiert keinem was. Wir probieren das einfach noch mal. Also würfeln, die Boote werden nach vorne bewegt und irgendwann, wir wissen nicht genau wann, oder vielleicht versetze ich jetzt eine Figur. Nee, immer noch nicht. Manchmal ruckelt es auch nur so und jetzt zum Beispiel ist die Figur, genau, sicher, aber nicht mehr im Fluss. So, jetzt sind die beiden Boote noch übrig und die Runde ist zu Ende, wenn nur noch ein Boot übrig ist, ja. Und dann wird gepunktet. Ja. Sagen wir mal, das können wir jetzt mal nachhelfen, das ist auch noch mal weg, so. Dann wird geschaut in dem Siegerboot, also es ist nur noch ein Boot, aber ich wird geguckt, für jede kleine Figur gibt es 2 Medaillen. Und wenn jetzt nur eine große drin wäre, die ist halt schwerer, die kriegt nur 1 Medaille. Ja? Und dann spielt man ein paar Runden. Es gibt jetzt noch, geht noch weiter. Also das Siegerboot wird wieder an den Anfang geschoben. Die Figuren bleiben drin. Da wird jetzt ein kleines Gewicht dran gehängt. Ich weiß nicht, ob ihr das hier zeigen können. Ich zeige das mal vielleicht. Hier, da sind als Gewichte schon so Fische, ja, und da kommt dann, ist jetzt nicht das Siegerboot, ich mach's mal hier dran, kommt da so ein kleines Gewicht. Ihr seht, das Material ist noch nicht 100%, ist halt ein Muster, da kommt Gewicht dran, das heißt, da wird schon mal ein bisschen beschleunigt, ja, dieses Boot. Ich tue einfach mal eine Figur hier da drauf. Genau. Und wenn es jetzt einen Spieler gibt, der die wenigsten Medaillen hat, kriegt er noch hier so einen kleinen Bonus, nämlich einen Stein. Den kann er jederzeit im Spiel auf ein beliebiges Boot setzen. Ja. Und dann gibt es noch eine taktischere Variante. Okay, also ihr merkt, ein Spiel mit sehr viel Abwechslung. Ich bin mal gespannt, wie das ganz am Ende auch produkttechnisch umgesetzt wird. Das ist schon eine Herausforderung. Also ich finde schon mal ganz cool, ist aber ein erster Eindruck in dem Fall. Also wir müssen noch einige Zeit warten, je nachdem, wann ihr das Video schaut, ist vielleicht auch schon fertig. Dann habt ihr es auch gesehen. Dann sagt er, das ist toll gelöst. Tolle Idee auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt und sagt dir recht herzlichen Dank für die Infos. Gerne.